Meine sehr verehrten Damen, sehr geehrte Herren, als Vorstand des Ludwig von Mises Institut Deutschland darf ich Sie ebenfalls auf herzlichste willkommen heißen. Und wenn Sie sich umschauen, Sie sehen, wir sind praktisch bis auf den letzten Platz ausverkauft heute und darüber freuen wir uns sehr. Bemerkenswert aus meiner Sicht, etwa ein Drittel der Gäste sind aus dem Ausland angereist, aus der Schweiz, aus Österreich, auch aus Liechtenstein. Und aus Wien alleine sind heute 10 Konferenzteilnehmer nach München gekommen, aus der Stadt, in der Ludwig von Mises so lange gelebt und so lange gewirkt hat. Und ich glaube, er wäre darüber sehr erfreut. Er wäre sicher ebenso erfreut über das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen, Small is Beautiful, vom Vorteil kleinerer politischen Einheiten. Das Selbstbestimmungsrecht war Mises stets ein großes Anliegen. Er wollte dieses Recht aber nicht auf Nationen verstanden wissen, sondern auf, wie er schreibt, die Bewohner eines Gebietes, sei es ein einzelnes Dorf, eines Landstriches oder eine Reihe von zusammenhängenden Landstrichen, wie er in seinem Werk Liberalismus aus dem Jahr 1927 deutlich macht. Nur dies allein kann, so schreibt er, Bürgerkriege, Revolutionen und Kriege zwischen den Staaten wirksam verhindern. Es war stets das Individuum, das Ludwig von Mises in den Mittelpunkt all seiner Betrachtungen stellte. Und ihm selbst hätte er am liebsten dieses Selbstbestimmungsrecht zugestanden, wohl wissend, dass es organisatorisch nicht machbar ist. Dieses Selbstbestimmungsrecht war für Mises der Schlüssel für ein friedliches Miteinander der Menschen. Dezentralisierung heißt das Zauberwort. Und wenn wir die Entwicklung der vergangenen Jahrzehnte in Europa betrachten, und wenn wir gegenwärtig das, was wir an Signalen aus Brüssel, Paris und Berlin wahrnehmen, das ist schlichtweg das Gegenteil, nämlich mehr Zentralisierung. Aber interessanterweise mit dem gleichen Argument, mehr Europa, warum man eben diese mehr Zentralisierung versteht, das würde der Friedenssicherung dienen. Der Fall Katalonien zeigt, wie man mit Störenfrieden, als die sie allgemein betrachtet werden, umgeht und wie entschlossen man ist, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen. Bürger lässt man niederprügeln und in den politischen Zentralen der EU, die vielmehr einem Kartell gleicht als dem freiwilligen Zusammenschluss von Nationen, ist man bereit, Abweichler von jeglichen Handelsvereinbarungen auszuschließen und sie sprichwörtlich am langen Arm verhungern zu lassen, nur um ein Exempel zu statuieren. Katalonien ist da natürlich ein einfacheres Opfer, verglichen mit Großbritannien, einer der ältesten und bedeutendsten Handelsnationen dieser Welt. Doch es gibt weitere Regionen in Europa, Thorsten Polleit hat es eben angedeutet, in denen es rumort. Morgen finden, interessanterweise findet sich dazu in der deutschen Presse praktisch nichts, Autonomiereferenden in der Lombardei und in Venetien statt. Zwar stimmen die Bürger dort nicht über Unabhängigkeit ab, die Referenten ähneln eher einer Volksbefragung. Interessant aber ist, dass selbst sozialdemokratische Bürgermeister der Region den Anweisungen der Regierung aus Rom keine Folge leisten, diese Abstimmung zu boykottieren. Interessant ist, und das sieht man an diesen Entwicklungen der letzten Monate besonders deutlich, es geht immer um Macht. Es geht um die Macht des Staates. Wobei mehr politische Macht stets weniger Freiheit für das Individuum bedeutet. Und darum müssen wir uns immer wieder aufs Neue die Frage stellen, wie sich staatliche Macht in die Schranken weisen lässt. Ein Weg, möglicherweise der einzige Weg, ist der kleinere politische Einheiten. Und darüber wollen wir heute sprechen. Ihnen allen, meine Damen und Herren, wünsche ich eine erkenntnisreiche Konferenz. Nutzen Sie die großzügigen Pausen für den Austausch, für gute Gespräche. Lassen Sie uns nun beginnen. Ich darf Ihnen nun unseren ersten Referenten ankündigen, seine Durchlaucht Fürst Hans Adam II. Von und zu Liechtenstein. Es ist uns eine große Ehre, Durchlaucht, dass Sie heute unser Gast sind und zu uns sprechen werden. Der Titel Ihres Vortrages lautet »Der Staat im dritten Jahrtausend«. Und wir haben mit Ihnen heute, das durfte ich gestern persönlich schon erfahren, einen Praktiker zu Gast, der seit bald 3 Jahrzehnten an der Spitze eines überaus erfolgreichen Landes steht, kleinen Landes steht.
Ihr gleichlautendes Buch bezeichnen Sie im Vorwort als eine Art Kochbuch, dessen Rezepte aus Jahrhunderten an Erfahrungen der Fürstenfamilie und ihre eigenen jahrzehntelangen Erfahrungen bestehen. Rezepte zum Erreichen eines Zieles, Staaten in Dienstleistungsunternehmen zu verwandeln, die im Dienst der Menschen stehen. Meine Damen, meine Herren, das Buch Der Staat im dritten Jahrtausend können Sie heute käuflich erwerben und, wie Sie sicher im Programm schon gesehen werden, sich heute Nachmittag um 13 Uhr auch persönlich signieren lassen. Freuen wir uns nun auf den ersten Vortrag unserer diesjährigen Konferenz, seine Durchlaucht Fürst Hans Adam, der Zweite von und zu Liechtenstein, Der Staat im dritten Jahrtausend.